Your Gaming Specialist with Killer Prices. Was geht, liebe Freunde? Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Lego City Undercover. Und wir haben eine Videonachricht, die wir uns jetzt direkt mal anhört werden. Das Auto ist zwar ramponiert, aber du bist immer noch besser. Wobei, haben als wir uns das nicht schon letztes Mann. Mal angehört? Und übrigens, Mann. Ja, Mann, das haben wir uns schon. Oder? Du hast dein wahres Können zum ich Ausdruck schon. Gebracht. Und das ist gut. Ja, ich glaube schon. Also, wir müssen zu Chans Limousinenladen fahren und da den Alarm untersuchen. Und er hat uns gesagt, wir sollen nicht rumschnüffeln. Interessiert uns natürlich ein Scheißtrick, weil wir undercover ermitteln. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie weit das noch ist. Ey! Weißt du, Spur wechseln, ohne zu blinken oder was? Kleine miese Hure. Moment, oh, scheiße! Er soll die falsche Spur fahren. Läuft bei mir. Okay, Moment. Wir sind jetzt aber, ich glaube, wir sind jetzt aber auch sofort da. Tatsächlich. Wenn ich mich nicht irre. Warte mal, bin ich nicht letztes Mal schon... Hä? Ja, ich hab das Spiel zwischendurch beendet, weil ich mit meinem Kollegen Arms gezockt habe. Wozu wir sicherlich auch nochmal was aufnehmen werden, weil das mega krass Laune macht. Aber hier ist es ja schon. Deswegen musste ich nämlich nochmal von einer ganz anderen Stelle aus anfangen. Also, anhalten und Zwischensequenz, ja. Was macht er noch da drin? Eins, zwei, drei. Das war so klar. Wir müssen den Ninja verfolgen. Ach, über die Dächer? Okay. Guck mal, er wartet da vorne sogar auf mich. Wie geil. Ey, ich muss... Ah, das sieht jetzt so eine geile Kletterpartie, oder wie sieht das aus? Nice. Vor allem das Geile ist, der wartet auch immer auf mich. Weißt du, es ist so ein richtiges Spiel für absolute Volldullis, ey. Weißt du, bei GTA, wenn man eine Verfolgungsjagd hat und der ist zu schnell, dann... Musst du einfach von komplett vorne wieder anfangen, wenn du zu kacke warst, ne? Aber das Spiel, da merkt man richtig, dass das für Sechsjährige ist, mal wieder. Weil der Typ einfach auf dich wartet. So, du hast eigentlich... Guck mal, zum Beispiel so für Vollspastis wie mich, die das nicht geschissen kriegen. Ja? Guck mal, da wartet der einfach auf mich. Aber egal. Kein Problem. Oh, aber so gerade eben hängen geblieben. Wo ist er denn jetzt hin? Ich glaube, er ist hier hochgelaufen. Das Problem ist... Ah, okay. Manchmal ist das voll beschissen, bei so Leitern zu springen. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da vorne. Und! Rennen! Jawohl, ja! Weißt du, ich überlebe auch einfach Sprünge aus 30 Metern. Da komme ich jetzt aber nicht rein. Wobei, ich kann natürlich hier wieder den geilen Walljump benutzen. Moment. Links, rechts und hoch. Und hier über das Seil drüber. Und da vorne wartet der böse Schuft schon wieder auf mich. Halt, ich bin... Chase! Oh. Natalia! Ich dachte, Chans Leute wären hinter mir her. Stimmt auch irgendwie. Ich ermittle verdeckt in seiner Gang. Aber warum warst du in seinem Büro? Ich versuche, meinen Dad zu finden, Chase. Was? In einem Aktenschrank? Nein, nein. Aber kurz vor seinem Verschwinden hat man ihn in eine Limousine einsteigen sehen. In eine von Chan? Glaub schon. Aber alles, was ich in Chans Büro finden konnte, waren leere Geldsäcke aus dem Papalardos. Das Papalardos? Ja, die Eisdiele mit dem Wagen. Du weißt schon. Ja, ich erinnere mich. Wenn Chan für Vinny Papalardos Gang arbeitet, arbeitet Vinny dann für Rex? Hey, wo willst du denn hin? Chan muss meinen Dad irgendwo anders festhalten. Warte, das ist zu riskant. Ich finde deinen Dad. Das ist ja wohl das Mindeste. Ich lasse nicht zu, dass du meinen Dad in Gefahr bringst, nur um deine Fehler wieder gut zu machen. Ich mach das doch nicht deswegen. Oh. Er steht halt immer noch voll auf sie. So. Was hast du in meinem Büro gefunden, Fahrer? Nichts. Muss wohl ein Tier gewesen sein, das den Alarm ausgelöst hat. Ein störrisches zudem. Oh, schon wieder?
Du solltest doch keine Karotten da drin lagern, du Idiot! Keine Sorge, niemand weiß, dass du für Winnie Papalardo arbeitest. Fantastisch! Was? Du warst an meinen Unterlagen! Tut mir leid, ich konnte nicht anders. Aber wow, Winnie Papalardo ist ja ein echt schlimmer Finger. Kann schon sein. Aber im Gegensatz zu mir braust er schnell mal auf. Was? Ich habe ein sehr sanftes Gemüt! Du bist gefeuert! Außerdem traut er niemandem. Besonders seit seine rechte Hand, Mo, eingebuchtet wurde. Winnie wäre sicher dankbar, wenn ihm da jemand aus der Patsche helfen würde. Allerdings! Du könntest einen Gefangenentransporter klauen und Mo dann vor dem Gericht einsammeln, wo heute seine Verhandlung stattfindet. Warte mal! Willst du dich etwa seiner Truppe anschließen? Du bist mein Fahrer! Nicht mehr lange. Wenn ich Mo rausboxe, könnte mir das den Weg in Winnies Gang ebnen und mich etwas näher an Rex ranbringen. Ah, ich darf auch mein Licht... Hey Chase, wie kann ich helfen? Was weißt du über Winnie Papalardos rechte Hand? Mo De Luca? Er ist eigentlich gar kein Krimineller, sondern nur Winnies Cousin. Weshalb steht er dann vor Gericht? Lass mich nachsehen. Wow, 412 unbezahlte Strafzettel. Ein paar Knöllchen? Dann wäre es also nicht so schlimm, wenn er nicht eingebuchtet würde. Was hast du vor, Chase? John arbeitet für Winnie und der wiederum arbeitet für Rex. Da bin ich mir sicher. Aber um an Winnie ranzukommen, muss ich sein Vertrauen gewinnen. Indem du Mo De Luca rausboxst? Wenn das mal kein Ärger gibt. Das ist meine einzige Spur. Kann ich mir ja irgendwo einen Gefangenentransporter borgen? Frag mal Chuck. Du findest ihn hinter der Polizeistation. Ich sag ihm Bescheid. Alter. Boah, endlich kann ich auch mal wieder reden, ey. Meine Fresse. Erstmal 2 Minuten lang hier nur Gelaber von den Leuten. Wir müssen jetzt uns einen Gefangenen... Weißt du? Okay, ich meine, gut, das ist natürlich Story, ne? Aber das würde ja schon reichen, wenn er sagt, ey, klau einen Gefangenentransport und dann sorgst du dafür, dass bla bla bla. Übrigens habe ich mir hier so ein geiles Auto abgesnackt, das wohl dieser geilen Asiaten-Gang gehört. Ist auf jeden Fall sehr nice. So, irgendwie habe ich... Verstehe ich auch nicht... Ich glaube, bei manchen Autos lädt sich der Turbo schneller wieder auf als bei anderen, habe ich das Gefühl. So, wenn ich den komplett verbrauche, lädt er sich schneller auf, als wenn ich da zwischendurch nur mal so Pause mache. Wisst ihr, wie ich meine? Guck mal hier. Jetzt lädt er sich voll langsam auf. Und wenn ich den komplett leer mache, dann lädt er sich wieder voll schnell auf. Voll nice eigentlich. Mist. Okay, dann gucken wir mal, dass wir uns einen Gefangenentransporter holen können hier irgendwie. Wahrscheinlich brauche ich dafür auch wieder eine neue Verkleidung. Boah, voll nice eingeparkt. Nicht. Und... Lego City Polizeistation. 0 von 10, bist du sicher? What? Ja. Boah, ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ich hätte nicht in die Station reingemusst. Ich muss hinter die Station, nicht voll spast. Boah, vor allen Dingen sind die Ladezeiten von dem Game so unfassbar lang. Wenn ich mir so Games wie ARMS angucke, da was einfach innerhalb von Sekunden lädt... Und dann das hier, dann ist das aber echt schlecht portiert, muss man wirklich mal sagen. Also ich glaube, dass die Konsole sehr viel mehr Power hat, anstatt dass Hallo, man da 2 Minuten McCain. Warten muss. Habe Sie schon erwartet? Bestens. Sie haben also einen Gefangenentransporter für mich? Ja, aber sicher doch. Allerdings kann ich für die Sache wirklich Ärger kriegen. Dann könnte ich mich vielleicht revern. Das wollte ich hören. Nehmen Sie die Kiste und folgen Sie mir. Welche Kiste? Warte mal. Heb Chucks Kiste auf. Stell dich auf die... Platzier... Hä, was? Was für eine Kiste denn? Warte mal. Von außen? Stellen Sie die Kiste hier ab. Ist ein Motorrad, das ich bestellt habe. Das sieht voll nice aus, das Motorrad. Das will ich haben. Oder... jetzt kann ich das zu Ende bauen. Ach du Schande. Da fehlen ja die Räder. Könnten Sie mir welche besorgen? Ach schade, ich dachte, das wäre so ein richtig geiles Hoverboard oder sowas jetzt gewesen. Das wäre fucking nice. Warte mal, wo krieg ich denn jetzt Räder her? Ich brauche 2 Räder. Sieh dich hinter der Polizeistation nach Rädern um. Okay, das sollte ja wohl machbar sein, dass wir hier irgendwo... Warte mal. Das ist wohl der Gefangenentransporter, den ich mir ausborgen darf. Aber, bevor ich ihm nicht 2 Räder besorgt habe, werde ich da wohl nichts bekommen. Aber ich komme jetzt hier rein und dann kann ich da... Nein, ich will nicht dieses Ding machen, nein! Ich will mich doch verwandeln. So, hier.
aufmachen. Ich weiß nicht, was mir das bringt, diese Charaktere einzusammeln, aber wenn ich schon irgendwas Einsammelbares finde, mache ich das. Stimmt, ich kann mich jetzt als Wachmann verkleiden. Naja. Wo finde ich denn jetzt? Ah, ich glaube, hier finde ich ein Rad. Da oben ist nämlich eins drin, das sehe ich. Mal hier. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Warte mal, wie komme ich denn jetzt? Ich muss ja irgendwie da oben. Nee, ist das ein. Soll, nee, das ist so ein Schubkarrenrad, aber das bringt. Oder? Komm, wie komme ich denn jetzt auch an diesen Stein da dran? Ach so. Ah. Na, da muss mal einer drauf kommen, dass man das hier auch. Warte mal, kann ich mit. Weg da. Kann ich mir das hier als Rad mitnehmen? Ja! Nice! Dann sammle ich direkt auch nochmal den Stein hier ein. Cool. Schon haben wir das erste Rad gefunden. Okay, das dauert natürlich jetzt ein bisschen lange, bis wir da sind. Aber kein Problem. Da können wir schon mal die Ausschau halten nach dem zweiten Rad. Hm. Na, ich glaube, dann schauen wir uns da hinten nochmal um. Legen wir das eine mal hier ab. So. Eins haben wir. Fehlt noch eins. Ja. Ist ja schließlich kein Einrad. Ja, ich weiß. Ich suche, ich suche, ich suche, ich suche, ich suche, ich suche. Ich muss nur gucken, ob hier irgendwas wie ein Rad aussieht. Aber ich schätze mal, das wird man ja wohl auch hier irgendwo finden, das zweite. Vielleicht müssen wir dann nochmal hier irgendwie hochklettern. Könnte ja sein. Fuck off. Das passiert mir so oft, dass ich da an der Seite runterfalle. War, ich bin echt zu dämlich dafür. Gucken wir mal. Vielleicht ist ja hier oben noch eins. Oder wir kommen jetzt hier weiter. Nee. Da. Habt ihr das gesehen? Ich bin an der Wand geklettert, obwohl da gar nichts war. Alter, das Spiel ist teilweise voll verbuggt. Nice. Jetzt kann ich hier stehen bleiben. Und hier hin? Nein? Okay. Dann ist da halt eben kein Rad. Sonst ist da aber auch kein Rad mehr. Wo ist denn das zweite Rad, liebe Freunde? Wo könnte... Ah, warte mal. Vielleicht hier unten. Das wäre sogar noch möglich. Ist das hier... Ah, vielleicht... Vielleicht hier? Vielleicht kann ich mir ein Rad von diesem Teil aus borgen? Nein. Hier ist kein Rad. Da unten? Nee, da werden nur Schiffe runtergelassen. Bin ich jetzt zu blind, das zu finden? Ja, ich weiß, dass an Chucks Motorrad noch ein Rad fehlt, aber das muss man halt auch erstmal finden. Hier vielleicht? Könnt ihr mal auschecken. Vielleicht ist ja hier noch ein Rad drin. Gucken wir doch mal. Nee, da sind nur Steinchen drin gewesen. Ansonsten ist hier leider auch kein Rad. Vielleicht hier unten. Was ist das denn hier? Ich kann hier was zusammenbauen. Eine Angel! Ich kann angeln. Okay. Und wie funktioniert das jetzt? Ah, ich muss wiederholt A drücken, den Fisch einzuholen. Ey, ich habe einen am Haken. Und? Nice! Da ist das. Alter, da hätte ich ja jetzt Stunden nachgesucht. Da hätte ich jetzt echt ewig nachgesucht. Okay, krass. Ja, also da muss ich sagen, gut, dass ich mir dann doch mal gewisse Sachen anschaue. Weil das hätte jetzt echt gedauert. Guck mal, da können wir nämlich jetzt hier das Rad auch richtig schön entspannt zusammensetzen. Oh, der braucht aber auch lange, um das Ding zu schleppen, du meine Güte. Ey, nicht fallen lassen. Warte, meine Nase juckt noch. So, aufheben und rein damit. Nice, das sieht sexy aus, Alter. Dann können wir mal eine Runde drehen. Moment, ich dachte an ein Dreirad. Nein, gibt's nicht. Sieht richtig nach was aus. Ob es auch verkehrstauglich ist? Ich check das wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Sie sollten mal eine Runde damit drehen. Ja, Mann, einmal mach ich. Cherry Tree Hills, Auburn Docks und zurück. Easy. Komm her. Gib mir das da. Alter, das sieht ja mega cool aus. Das sieht echt cool aus. Auch wenn es nicht... Oh, voll die krasse Lenkung. Und voll schnell ist das vor allen Dingen. Hat es auch einen Boost? Tatsache, leck mich am Arsch. Das ist natürlich sehr nice. Nein, ich muss hier lang.
Boah, Lenkung des Todes einfach nur, nicht schlecht. Moment, ich muss vielleicht ein bisschen auf die Karte gucken, um zu sehen, wo das nächste ist. Aus dem Weg! Oh, jetzt hier hoch. Boah, hier hoch, hier quält er sich aber hoch, leck mich am Arsch. Ich hab nur noch 45, nein, ich hab den Checkpoint verpasst, ich Idiot. Wo muss ich denn lang? Hier rüber. Nein! Da ist den Stunt voll verkackt. Egal. Da geht's durch das nächste Ding durch. Kann ich eigentlich auch aufnehmen? Nee. Schade, ich dachte, ich könnte auf dem Motorrad meine Erscheinung wechseln. Das geht wohl nicht. 38 Sekunden noch. Easy. Moment, aus dem Weg. Boost wieder einsetzen. Ah, jetzt haben wir es, glaube ich, sogar gleich schon geschafft. Oh, Moment! Durch den Hafen durch. Aber warte mal! Ach, ich hab die Sirene angemacht. Ich wundere mich die ganze Zeit, wo das scheiß Sirenengeheul herkommt. War hier nicht auch irgendwo das Gefängnis? Also, ich weiß, dass das auf einer Insel war, aber ich dachte, das wäre hier irgendwo in der Nähe noch gewesen. Offensichtlich doch nicht. Oh! Das ist übrigens so voll San Francisco-Style übrigens, hier mit dieser Tram, die hier auf der Straße rumfährt. Auch sehr geil. Jetzt hier unten lang. Und hier. Oh! Aua! Moment! Oh, Krankenwagen aus dem Weg! Oh! Jetzt haben wir es sofort schon geschafft. Und da ist das Ziel! Wohl! So, nice! Das Motorrad gefällt mir. Das ist voll ging ja flott! Und es ist noch alles dran. Wie abgemacht. Der Gefangenentransporter steht dort drinnen. Du kannst ihn dir jetzt aus der Garage holen. Yeah. Freigeschaltet, Zeitläufe. Okay, die, ja, waren jetzt auch nicht so spät. Was ist das denn für ein fettes Auto? Ja, liebe Freunde, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Schaltet morgen wieder ein um 19 Uhr. Bis dahin, haut rein. Tschüssi.